So und dann herzlich willkommen hier zum 10. Spieltag. Wir haben die zweistelligen Zahlen erreicht. Hier am Samstag um 18:30 hier beim Topspiel TSV Oerdorf gegen den 1. FC Kaiserslautern. Oerdorf hat umgestellt, Lautern hat ein bisschen rotiert nach dem 5:5. Oerdorf hat, glaube ich, nur 3 oder 4 Positionen oder Spieler belassen, die auch beim 1:0 Erfolg gegen die Sportvereinigung Essen gespielt haben. Also Heinig, Halilai, Schäfer, Asker, ja, es sind 5 Positionen, 5 Leute. Ansonsten alle nochmal rumgekrempelt, man möchte ja auf Offensive gehen, statt hinten den Kasten sauber zu halten. Es sind sogar 6. Wir werden mal sehen, wie viel ich noch finden werde. Ja, mit einer 3-4-2-1 Aufstellung. Es hat ja beim letzten Mal nicht so funktioniert, als man auf Dreierkette ging. Mal sehen, wie es jetzt so sein wird. Lautern weiterhin mit der 4-3-3. Man spielt mit Tönebohn im Sturm und Smith auf der rechten Verteidigerposition und Richard Strebinger darf heute von Anfang an spielen. Kretschmer hatte ein Zwicken im Oberschenkel. Deswegen bleibt er nach dem Warmmachen auf der Bank. Also kurzfristiger Wechsel hier bei Lautern. Und so kann Richard Strebinger auch wieder Minuten sammeln und sich empfehlen. Ja, im Pokal hatten die schon ein Aufeinandertreffen. Das war aber in Kaiserslautern. Da hatten die Gäste mit 1:0 gewinnen können. Nach dem Treffer in der Verlängerung von Simba. Hier haben wir keine Verlängerung. Das heißt, mit dem Spielverlauf wäre man dann bei einer Punkteteilung. Für Oerdorf heißt es, man könnte hier weiterhin oben bleiben. Ja, wir haben ja gesehen, was Hannover, Dortmund und Dassau gemacht haben. Dassau wichtig für Oerdorf und halt am Freitag Schwabach gegen Geinkirchen. Und das sind auch Spiele, die Oerdorf hier verfolgt hat, ne, um weiter klettern zu können, den aktuellen Lauf in der Liga aufrechtzuerhalten. Ja, dafür müsste man dann gewinnen. Fickert war dann nicht im Abseits, wie ich dachte. Und da ist Kirimi! 6. Minute! Und was ein Ding! Nimmt ihn da mal Volley, hat da Platz. Und dann geht er auch mal rein. Natürlich mit einem Sieg über Lautern wird man auch an Lautern vorbeiziehen. Aber jetzt Lautern, nee. So wird das nichts. Dann nochmal der Treffer hier von Kiremel. Und ja, damit überholt auch Oerdorf Lautern. Gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber so einfach kann es gehen. Das ist jetzt Tönebohn, den ich ja persönlich selbst gerne in Oerdorf gesehen hätte. Aber es kam das Gerücht auf, dass der Vorstand sich dazu gemeldet hatte, zu meinen Kommentaren im Spiel und dies klar verneinte. Es scheint keine Reunion zu geben. Jetzt aber Tönebohn. Das ist Branko. Ja, nee. Victorino ist da. Und Halilai.
Ja, Halilei. Der Heinig. Und auf dem Flügel, da ist Victorino. Walter auf Halilei und dann 2:0. 19. Spielminute. Der TSV Oerdorf. Geht hier mit 2 Toren vorn. So einfach kann's gehen. Und was kann Lautern hier machen? Aber man kennt das ja von Lautern, ne? Man, okay, im letzten Spiel ging Lautern mehrmals in Führung und hat die Führung verspielt. Aber ja, so große Ergebnisse, die kennt man dann schon hier von den Gästen. Von daher will ich noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Da ist jetzt Schierkopf, der bringt ihn auf Böen, der war durch! Jetzt hat er nochmal hier die Chance, Branko, Tönebohn, Nils Tönebohn auf Böen und das 2:1. Lautern ist wieder drin. Lautern ist wieder dran. Der Treffer, den sie so dringend gebraucht haben, und da war die Lücke, Alter. Und der Stadionsprecher ist weiterhin nicht so zufrieden. Das kann man aber auch verstehen. Aber Oerdorf noch vorn. Wickert. Da ist Heinig. Heinig. Ja, bringt ihn hier auf den Flügel. Da ist ein Heinig. Da ist Fickert und Halilei Doppelpack, 3:1. Alter Abstand wiederhergestellt, Halilei bringt sie in Front. Und sie waren schon in Front, aber bis schon. Halilei bringt sie weiter nach vorn, so. Mein Gott. Und das bessert natürlich die Tordifferenz aus, die meines Stands nicht so gut war. Ja, jetzt ist nur noch -4. Zuvor -6. Das ist schon gut, wenn du dann ein paar Tore mehr schießt. Damit kannst du ja auch auf die Tordifferenz ankommen. Und somit ist wieder in der Liga auch untenrum alles offen. Weil die Teams im Mittelfeld nicht treffen. Und da war Tönebohn. Aber Schäfer. Schäfer war da, Schäfer war da. Da braucht man sich keine Sorgen machen. 34 Minuten gespielt. Lautern ist alles andere als zufrieden. Das merkt man, das ist verständlich. Heinig haut jetzt den Ball erstmal weg. Aber nicht wirklich konsequent. Ball ist wieder drin. Lukac. Schierkopf auf Lukac. Schierkopf. Wir suchen da die Lücke. Aber keiner macht da auch wirklich Druck. Halilei ist da dran, aber nicht wirklich gefährlich. Jetzt hat er ihn doch dann erfolgreich ins Tor ausgelenkt. Rasim Halilei. 2 Tore, 2 Schüsse, 100%ige Chancenauswertung der Junge heute. Deswegen ist er einer der besten Spieler bei Oerdorf. Dem gefiel Schäfer nicht, deswegen wollte er einen neuen haben.
Die Lauterner würden schon sagen, dass Schäfer früh auf Zeit spielt, aber das möchte ich Ihnen jetzt mal nicht unterstellen. Man möchte ja auch nicht mit dem Plattenball spielen, ne? Fickert. Bringt ihn auf Heinig. Er bringt ihn auf Fickert! So, und Streminger! Ja. Man merkt, dass er lange keine Spielpraxis hatte. Auch wenn er an keinem der Gegentore was für konnte. Hier sah er nicht souverän aus. Und da fehlt dann halt ein Kretschmer. Aber ne, lieber lässt ihn halt für ein Spiel mal auf der Bank, statt dass er verletzt spielt und dann vielleicht am Ende was reißt. Das willst du verhindern. Smith. Das ist Rohrbach, Smith. Ah, Bellucci blockt ihn zur Ecke. Eine Minute gibt's drauf, wir haben noch 20 Sekunden. Ja, Flanke in die Mitte und Fickert köpft ihn jetzt erstmal weg. Bringen ihn aber wieder auf den Flügel, Lukacs. Victorino geht dazwischen und Schiedsrichter pfeift die ab. Das war's mit der ersten Hälfte. Halilai, der Goalgetter bei Eurdorf. 3:1 steht's in zur Halbzeitpause. Eine gute Leistung von den Gastgebern. Langsam kommen sie wieder zurück. Und es gab mal eine Zeit, in der Eurdorf die beste Mannschaft war. Das war das Vorbereitungsturnier 2017. Eurdorf das beste Team im Turnier. Soweit ich es noch in Erinnerung habe. Aber mindestens in der Gruppe waren sie die Besten. Im Turnier bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber in der Gruppe definitiv. Da haben sie auch die Kickers weggeklatscht. Weshalb ja die Kickers damals Schöneboden haben wollten. Und das endete ja nicht allzu gut, die Beziehung. Ja, und dann die dunkelste Zeit in der Ära Eurdorfs. Und da macht der Spielertrainer selbst 4:1. Eurdorf legt nach. Ja, eine sehr dunkle Zeit, in der man Tabellenschlusslicht war, gefühlt kein Spiel gewinnen konnte in einer Saison. Ich glaube, es war die zweite Saison. In der dritten Saison war man auch relativ weit unten, aber ja nicht ganz abgeschlagen wie in der ersten Saison. Und das war gruselig. Die Anhänger von Eurdorf sind aber dem Verein treu geblieben. Und das Team zahlt es ihnen jetzt aus. Mit diesem sehr deutlichen Vorsprung gegen Lautern. Man musste lange warten. Man musste sehr lange warten, bis Eurdorf hier an sehr alte Erfolge anknüpfen kann. Aber so langsam finden sie wieder zur Form. Da ist Töneborn und der darf einfach nicht treffen. Schäfer, die Katze. Und Lukacs steht an der Ecke bereit. Ja, Ball auf Töneborn. Hält ihn drin. Gibt nochmal eine Ecke. So, und da ist Schierkow, der geht runter für ihn. Kommt Benjamin Giert. Benny Giert bei Lautern jetzt auf dem Platz. Heinig haut da Ritz wie weg. Branko. Töneborn. Nee. Und Halilai. Ja. Da ist jetzt wieder Töneborn. Und
Na, Burn wollte da hingehen, rutschte aber aus, Tönnebohn. Hätte es mit dem Linken einfach mal selbst machen müssen. Bittner, Lukacs. Ja, wollte den Ball da durchbringen, aber Euler stellt es da hier, macht es da dicht, macht es da sehr eng. Pickard jetzt, bringt ihn auf Hainik. Pickard wieder, Hainik. Da ist Halilai, macht er seinen Hattrick? Nee, tanzt da etwas viel. Hat ja beim letzten Mal Hainik dafür kritisiert, dass er zu viel am Strafraum tanzt, aber ne, jetzt machen sie ja wenigstens die Tore. Jetzt können sie ja vor dem Strafraum tanzen, jetzt ist es egal. Das Fickert, nee. Aber Lautern muss da irgendwas an der Defensive tun. Es ist ja keine schlechte Mannschaft da hinten. Nur irgendwie ist sie aktuell sehr offen. Gegen Dassau zuletzt und jetzt hier Tönnebohn durch und nein, Schäfer. Da wollte er den Elfmeter haben. Den bekommt er aber nicht. Schiri lässt weiterspielen. Burn. Branko. Das ist Burn. Na, so wird das nichts. Wo ist Benjamin Giert? Der ist scheinbar auf dem linken Flügel jetzt. Branko, Branko! Das war nur eine Verzweiflungstat. Danner kommt hier für Wesel. Und Rohrbach geht runter. Für ihn kommt Tim Glocke. Für Euerdorf sieht es sehr gut aus. 4:1. Man hat nur noch eine Tordifferenz von -3. Man kann zufrieden sein. So langsam ist man wieder wer. Der TSV Euerdorf ist wieder da. Und jetzt sollten alle gewarnt sein. Der Sieg gegen Essen war kein Ausrutscher. Der war ein Statement. Obwohl wir hier noch 13 Minuten zu spielen haben, kann man eigentlich sicher sein, dass hier Euerdorf das nicht mehr aus der Hand geben wird. So sicher, wie sie hier auftreten. Da ist Victorino, der bringt ihn nochmal durch auf Warte. Bringt ihn auf Victorino, da ist Halilai, der spielt quer! Und da ist jetzt der andere einig. 5:1! Und wie gesagt, das ist eine Ansage. Man legt hier danach. Ne, klar, gegen Essen hat Essen deutlich Druck gemacht. Aber man hat den Kasten sauber gehalten. Hier will man das Tore-Schießen anfangen. Und das gelingt hier auch sehr gut. Das ist jetzt Bittner. Branko. Lukacs. Ja, und Kerem holt sich nochmal den Ball. Halilai. Warte. Ja, und Euerdorf, sie machen es hier sehr souverän. Treten hier sehr, sehr konzentriert auf. Und lassen hier Lautern keine Chance. Mit diesem Auftritt hätten sie im Pokal definitiv mehr reißen können. Vielleicht sogar mehr reißen müssen. Aber ich glaube, die Tendenz hatte man da schon gesehen. Hainik jetzt, der macht das zweite. 6:1. Was ist denn hier los? Der erste FCK wird hier komplett abgeschossen. Kaiserslautern wird hier komplett abgeschossen. Jannis Hainik macht den Treffer. Zieht damit mit Halilai gleich.
in dem internen Tore-Duell. Alelei liegt zwar noch mit einem Tor vorne, aber meine Güte. Und man dachte schon, dass das Spiel Schwabach gegen Elevate wild war mit dem 8:2. Aber nein, Euerdorf wollte hier nochmal nachlegen. Und jetzt geht der Schießen drüber. Noch 10 Sekunden zu spielen. Wollte es da mit Feingefühl probieren. Aber ohne Erfolg. So hat sich Streminger nicht sein Debüt vorgestellt in dieser Saison. Aber wie gesagt, es war unglücklich. Natürlich hätte er in der einen oder anderen Situation besser stehen können, aber mein Gott, wenn die Hintermannschaft so offen steht, dann hat man es nicht anders verdient. Und ich glaube, die Dinger hätte dann Schäfer auch nicht mehr retten können. Von daher gewinnt Euerdorf verdient mit 6:1 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und man wird sich fragen, was ist eigentlich heute passiert? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und tschüss.